Das Kufsteiner Stadttheater ist bekannt für seine sommerlichen Open-Air-Produktionen. Egal ob Oper oder Musical, ob Shakespeare oder Nestroy, es gibt scheinbar nichts, an das sich Tirols größter Theaterverein nicht heranwagt. Dieses Jahr wird der Regisseur, Buchautor und Astrophysiker Klaus Reitberger ein ganz besonderes Gusto-Stück auf der Kufsteiner Festung inszenieren, die Drei-Groschen-Oper. Schon am vergangenen Wochenende sind für diese Großproduktion die Nebenrollen und Statisten gecastet worden. Das Stadttheater Kufstein hat sich einen Namen gemacht mit den sommerlichen Großproduktionen. Egal ob Nestroys Der Zerrissene oder gar Shakespeares Viel Lärm um Nichts. Mit großer Hingabe erarbeitet Tirols größter Theaterverein diese Stücke und im Gedenksjahr stand sogar eine Eigenproduktion, Der Held, auf der Bühne. Hier wirkte Klaus Reitberger als Autor und Regisseur. Heuer nun steht die Drei-Groschen-Oper von Kurt Weil und Bert Brecht auf dem Spielplan. Eine sommerliche Großproduktion, aufgeführt in der Festungsarena. Heute ist das Casting für die Nebenrollen und die Stadthysterie. Ist ein sehr schräges Stück, aber auch ein sehr schönes Stück. Auch mit einer gewissen Relevanz für die Gegenwart. Ich würde sagen, es geht um Liebe, es geht um Armut, es geht um die Gier nach Macht und die Gier nach Geld, nach materiellen Werten. Heute haben wir ein Casting, also die Hauptrollen, die sind schon längst aus unserem Ensemble besetzt, aber es gibt ja noch viele Nebenrollen, viele Statisten und die werden wir heute finden. Also es sind viele Leute eben eingeladen zu kommen, mal schauen, wer da alles antanzt und dann werden wir sehen, wer geeignet ist, Bettler zu sein, wer geeignet ist, Hure zu sein oder Gangster oder Polizist. Das ist wohl eine besondere Herausforderung. Die Anwesenden nehmen es mit Humor und freuen sich auf eine intensive Probenzeit. Die Vorbereitungen in der Planung, die laufen bereits seit über einem halben Jahr. Mit dem Bühnenbau wurde schon begonnen. Unser Pianist spielt uns schon mal die Lieder auf die CD, damit wir gut üben können. Die Gesangsstunden der Hauptrollen laufen schon seit längerer Zeit. Und es wird immer mehr und immer interessanter. Wie anfangs erwähnt, ist Klaus Reitberger auch Autor. Druckfrisch ist nun sein neuestes Werk Utopien erschienen und es beschäftigt sich mit der Zukunft. Man kann gewisse Tendenzen, die sich in der Gegenwart schon abzeichnen, weiterdenken und sie ins Extreme treiben und sich fragen, wohin das wohl führen mag. Dann kann man Menschen nehmen und diese Menschen hineinwerfen in diese Utopien, die man jetzt da geschaffen hat und wirklich hautnah an ihrem Leben feststellen, was das für ein Leben ist, das sie da führen in dieser neuen Welt. Nun heißt es aber in der Gegenwart, alle Fäden für die Drei-Groschen-Oper zu ziehen. Die Regiearbeit ist eine willkommene Abwechslung für den Tausendsassar. Das ist für mich ein Ausgleich, den ich brauche. Es ist eine Lebensbereicherung, ohne die ich mit meinem Studium der Astrophysik alleine einfach nicht satt werden könnte. Ja? Ich brauche dieses künstlerische Ventil, Ausgleich zur doch eher sachlichen Wissenschaft. Am 5. Juni ist dann Premiere. Diese Utopie wird wohl in bekannter Stadttheatermanier bestens umgesetzt werden. Die Besetzung steht ja ab sofort.